Angriffe von Greifvögeln auf Mountainbiker. Herzlich willkommen zu einer weiteren Episode von Dr. Ralfs Bike-Sprechstunde. Hab ich auch nie geglaubt, Getue mit Greifvögeln und dass die Jogger angreifen und Mountainbiker. Bis ich im Hürtgenwaldgebiet tatsächlich auch mal zur Brutzeit von einem Greifvogel angegriffen wurde. Leider ist die YouTube-Kamera, habe ich kurz zuvor ausgemacht, aber die Kerle sind von hinten angeflogen und haben mir mit den wirklich, und das ist nicht lustig, so ein Greifvogel Mäusebussard, der ist es wie wenn man so einen schnellen Spottdrachen irgendwo am Meer kurz vor dir runterknallt. Der ist so super knapp drüber gezogen und hat sogar mit den Krallen so an meinem Helm hier geschliffen. Und ich wollte mit euch das mal diskutieren. Habt ihr auch schon so Angriffe gehabt? Und interessant ist, von den Australiern können wir da was lernen. Und wenn ihr mal, das Interessanteste sind Kabelbinder. Es sieht zwar vielleicht so ein bisschen affig aus oder so antennenmäßig, aber das funktioniert. Denn der Mäusebussard nimmt sich immer den höchsten Punkt und dann knallt er mit seinen Krallen hier oben drauf und ihr habt noch ein bisschen Sicherheitsabstand. Die Australier, die haben ja da richtige Plagen. Und da gibt es auch dieses Wüstenrennen und die fahren alle mit Kabelbinder oder haben so ein ganzes Set, also auch mehrere Kabelbinder drauf. Und die Vögel in Australien heißen Magpies. Und wenn ihr da mal nach Magpies sucht, da gibt es die verrücktesten YouTube-Videos, wo die Kerle euch angreifen. Also in Australien. Und das sind auch irgendwie Flötenvögel, Magpies und die australische Elster. Ja, also von den Australiern können wir das mit den Kabelbindern lernen und ich fahre jetzt immer mit diesen Dingen rum, weil ich hatte das letzthin schon wieder und irgendwie habe ich den Eindruck, die sind auch aggressiver geworden als früher, wenn man da durch die Wälder fährt. Insbesondere, wie gesagt, wer auch mein Video zum Dim Bikepark gesehen hat, da in der Ecke, wenn man so ein bisschen Touren fährt, da habe ich schon häufiger Greifvogelkontakt gehabt. Variante, die auch noch empfohlen wird, ist, und das war bei mir tatsächlich auch so, die Greifvögel greifen immer von hinten an. Also wenn die Augen sehen, dann greifen sie dich nicht an, sondern von der anderen Seite. Der zweite Tipp, weiß ich aber auch nicht, ob das wirklich Gag ist. Die Australier haben auch noch Helme, wo sie hinten zwei Augen, so Smiley malen mit fetten Augen, sodass von hinten natürlich auch Augen vorhanden sind und der Greifvogel dann vielleicht auch nicht angreift. Das so dazu. Aber wenn ihr da Probleme habt, dann schraubt euch einen Kabelbinder hin und seid vielleicht ein bisschen 10 cm sicherer aufgestellt. Ist wahrscheinlich auch alles relativ selten. Wobei ein Freund beim Joggen ebenfalls schon im Aachener Stadtwald von einem Greifvogel angegriffen wurde. Und es scheint auch immer die schnellen Bewegungen sein. Spaziergänger, die langsam laufen, werden nicht als Gefahr angesehen. Und Jogger, die durch die Gegend rennen und Mountainbiker, die da durchfetzen, die hingegen schon. Das so als Tipp. Und wenn ihr euch wundert, was da für Kerle mit Kabelbindern rumfahren, das ist wegen den Greifvögeln. Vielen Dank fürs Zuschauen. Und recherchiert mal Magpies oder Magpies, also australische Elster. Da gibt es lustigste YouTube-Videos von Angriffen. Und wie gesagt, ich fand es nicht lustig. Viel Spaß beim Biken da draußen. Wetter ist ja cool.